Die bunten Gärten im Esslinger Stadtteil Pliensauer Vorstadt sind ein Ort, an dem jeder der 23 Mitglieder des kleinen Vereins ein eigenes Stück Garten bewirtschaften kann. Aber auch die Gemeinschaft ist sehr wichtig. Ein gemeinsamer Bereich stellt die nötige Infrastruktur wie ein Gerätehaus und eine Wasserstelle zur Verfügung. Dort ist auch ein Platz zum Treffen, Zusammensitzen und Spielen. Eingerahmt wird der Garten durch eine Hecke, die zur Straße hin die Gärten von den vorbeifahrenden Autos abschirmt. Neben den Gärten ist das Jugendhaus Makarios. Ja, das ist eine ganz bunt zusammengewürfelte Truppe. In der Anfangszeit war es etwa so paritätisch, Deutschgebürtige und dann Griechen und Türken, die hier in der Nähe wohnen, gerade in den Hochhäusern. Inzwischen hat es sich ein bisschen verschoben. Aber wir sind eine recht vielfältige Gesellschaft. Da gibt es Leute aus Serbien, aus Vietnam, zwei Ehepaare, dann Leute aus der Türkei, aus verschiedenen Regionen und dann eben auch deutsche Bewohner hier aus der Pliensauer Vorstadt. Ein freundlicher Eingangsplatz empfängt die Besucher der bunten Gärten. Rechts neben dem Tor bietet ein geräumiges Gerätehaus Platz für Werkzeuge. Außerdem ist im Haus eine Biotoilette integriert. Einige Vereinsmitglieder nutzen den Garten auch für Feste oder zum gemeinsamen Grillen. Für die Kinder ist der Rasen eine optimale Spielfläche. Das ist ein Projekt von der sozialen Stadt, der Pliensauer Vorstadt hier in Esslingen. Und wir kamen dazu durch eine Annonce in der Zeitung, die alle Bewohner dieses Stadtteils bekommen haben. Und hier wurde eingeladen, zusammen dieses Gartenanteil zu planen. Dazu war die Frau Schmetthoff, der Herr Junge und die Frau Heil zusammengekommen und die haben uns eingeladen, dass sie uns getroffen haben. Wir haben uns über ein Jahr lang sehr regelmäßig getroffen, haben hier überlegt, was das Grundstück eigentlich werden soll, wie es aussehen soll. Wir haben überlegt, wie die Gärten gestaltet werden könnten, haben jetzt auch zum Beispiel diese sternenförmige Aufteilung der Gärten initiiert und ja, und es ist auch ganz schön, finde ich, dass hier das ein interkulturelles Projekt wurde. Also zunächst waren das eher so Leute, die jetzt, sagen wir mal, einfach die deutschen Mitbewohner, aber es kamen immer mehr ausländische Mitbewohner mit dazu und jetzt ist ein richtig bunter Garten im wahrsten Sinne des Wortes. Vom Gemeinschaftsbereich führen drei Wege sternförmig zu den einzelnen Gärten. Die Obstsorten der Bäume sind so gewählt, dass es von Juni bis Ende Oktober fast immer etwas zu ernten gibt. An dem Brunnen, der am Rande der Wiese steht, kann jeder frisches Wasser pumpen. Aufgrund der vielen Nationen, die den Garten betreiben, wird auf den Beeten von Tomaten, Peperoni oder Pfefferminz alles angebaut, was man in unserem Breitengrad anbauen kann. Der Verein ist sehr froh, dass die Stadt Esslingen ihnen den Garten kostenlos zur Verfügung stellt. Die einzige Auflage ist, dass der Garten gepflegt wird. Und das machen die Vereinsmitglieder mit vollem Elan. Aufgrund der Biosphärenwoche fand heute eine Führung zur Entstehungsgeschichte des Vulkankraters am Randegger Mar statt. Herr Rehm erklärte den Interessenten über das Naturschutzgebiet und forderte somit das Wissen seiner Teilnehmer. Ja, wir befinden uns hier am Randegger Mar, sehen Sie. Und es gibt regelmäßige Führungen, jeden Mittwoch, immer abwechslungsweise, einmal Randegger Mar, einmal Schopflocher Moor, einmal Steinbruch beim Naturschutzzentrum und einmal die Gutenberger Höhlen und die wechseln immer ab. Und jetzt heute ist so eine Regelführung, nennen wir das. Und das wird in der Zeitung wird's meistens bekannt gegeben, steht ja auch im Programm vom Naturschutzzentrum. Und dann freuen wir uns, wenn immer möglichst viele Leute kommen. Man hat in diesem Randegger Mar hat man ganz, ganz arg viele Fossilien gefunden, angefangen von Säugetieren über Reptilien, über Amphibien bis runter zu den Insekten. Gibt es wirklich Fossilien, die man da entdeckt hat. Weitere Informationen gibt es unter www.naturschutzzentrum-schopfloch.de.